Nach so viel Theorie bereitet Peter in der Küche eine ganz besondere Spezialität aus dem Hause Ludolf vor. Heute gibt's was Leckeres. Windbeutel, den meine Mutter gemacht, nur in größeren Format. Der hat den immer in Öl gemacht. Da hat sie das reingelassen, bis so auseinandergegangen. Ach, und frisch gegessen. Hat lecker geschmeckt. Meine Mutti hat immer Sahne reingemacht. Dann hat sie so Kirschen gemacht. Und wenn die ganz frisch sind, hast du so viel Hunger, da kannst du es nicht genug kriegen. Also so lecker, 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 kann man so sagen. Die gehen auf die Zunge. Und wenn sie so richtig knusprig noch aus diesem Öl rauskommen. Ach, ein Traum. Dann wollen wir den Traum mal wieder nachholen. Ach ja, Günther, gerne. Du denkst, dieser Teil, gell? Das sind Windbeutel. Windbeutel, die Schinnen, Mutzis waren größer. Weißt du zum Beispiel, was das bedeutet? Was denn? Die Engländer haben doch eine bestimmte Zeit Tee gemacht. Tea Time nennen die das ja. Ja. Wie viel Uhr war das? Ja, guck mal, die Uhr da oben. Hä? Nicht mehr lange, 5 Uhr. Die haben ja noch kleine Tasten. Und so. Ja, das stimmt, das war die. Kleine Tasten haben die. Ist das nicht schön? Wie willst du jetzt in die kleinen Dinger Sahne und die Kirsche reinkriegen? Ich mache hier ein Kreuz drauf. Die Engländer geben sich viel Mühe. Die sind unwahrscheinlich gute Engländer. Guck mal, die Engländer machen das ja so: langslich schneiden, rechts schneiden, dann öffnen sie das. Kirsche rein. So aus, Günther. Offen geschnitten, reingesteckt. Ich mache erst die Sahne drauf, wenn die Jungs da sind, dass die Sahne nicht mehr runterkommt. Offen geschnitten, Kirsche rein. Drauf. Offen geschnitten. Sieht das nicht trollig aus? Offen geschnitten, offen geschnitten. Rein. Offen geschnitten, Kirsche, rein. Hauptsache die Kirsche hängt schon mal drin. Kirsche ist wichtig. Offen geschnitten, Kirsche, rein. Das kommt jetzt. Das ist das Wichtigste. Offen geschnitten, Kirsche rein. Kirsche bestreut etwas mit Sahne. Und dann beim Peter rein. Nein, die passt überhaupt nicht da rein. Ah, ich habe gesagt beim Peter rein. Was meinte ich damit? Lecker. Hat die Mutti Ihnen auch gesagt. Immer gut essen. Jungs, Manni, Uwe! Ja? Essen kommen nicht, sondern Tee-Time! 5-Uhr-Tee! Hä? Wollen wir nicht lieber die Airbags alle springen, Uwe? Ja, wir kommen! Bist du bescheuert? Ey, lass mal eine Pause machen, wird er schon alle reinrufen. Aber wollten wir nicht noch... Ach, Mann, komm rein. Mann. Komm, ja. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ja. Mann, ich muss doch lenken. Mach langsam, Manni! Hör mal damit auf, du Sackkopf! Ich halte dich doch fest an dich. Guck mal da oben, willst du hochmachen? Hey, du bleibst da sitzt Stoßstange! Hey. Jetzt geht's aber wieder, Manni. Ach, nee, alles Peter. Klar. Wir waren jetzt gerade am Rumdollen und das Airbag springen und das Allerschönste von allen, der letzte Airbag. Wir haben in die Luft gesprungen mit den Schuhen und der Schuh ist auf dem Dach geflogen, 20 Meter weit. Und wir trinken ein Teechen, wo Peter hat uns extra fertig gemacht. Ja. Jungs, das ist doch 5 Uhr Tee. Und ich habe für euch hier gleich was Schönes. Was ihr redet von Airbags. Das sind kleine Airbags. Ihr habt große Airbags gesprungen und ich habe euch kleine Airbags gemacht. Gib mal den Keller hier rüber, Peter. Richtig. Und genießen, Junge. Ja, genießen. Noch was überlassen? Hallo. Nee, wird noch ein bisschen Milch in Nein. Tee? Nein. Ein bisschen Milch muss ich. Die Engländer machen Milch auch in Tee. Aber die Engländer mag ich gerne. Weißt du, warum? Ja. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass wir eine Pause haben. Ja. Ey, Manni, ein paar Tropfen für mich auch Tee. Milch, richtig. Dann komm mal. Im englischen Tee muss Milch drin sein. Gut, die Engländer sind richtig vornehm und alles. Ja, Zitrone oder wie hier eben Milch. Ja. Der traditionelle britische 5-Uhr-Tee hält Einzug im Hause Ludolf. Eine gelungene Premiere, nicht zuletzt dank Peters Windbeutel. Und wenn sie da weg waren, was das bedeuten? Erst ist es Spannung, dann ist es Spaß
Und dann ist Appetit.